Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Nehmen Sie den Rhythmus auf, klatschen Sie, schnippen Sie und singen Sie mit. Amen, amen, amen. All together now. Amen, amen, amen. Das geht bestimmt noch ein bisschen lauter. Auf geht's, trauen Sie sich. Die Frauen machen's mal vor. Meine Herren, Sie lassen mich nicht im Stich, kommen Sie. Da. Freut mich, das heißt, die erste Schlacht haben wir bereits geschlagen. Jetzt kommt ein Teil, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Jetzt kommt nämlich meine Jugend.
kommt ein Lied, auf das Sie alle gewartet haben. Ein Lied, das eigentlich aus dem kirchlichen Kontext stammt. Natürlich, was sonst? Nicht alle guten Lieder stammen von da. Es ist eigentlich ein Hymnus, den Philip Doddridge, ein englischer Pastor, geschrieben hat im 18. Jahrhundert. Der wird im 19. Jahrhundert hauptsächlich bei Firmungen und Taufen verwendet, also ganz fromm. Und im 20. Jahrhundert kommt dann Edwin Hawkins auf die Idee, den Takt zu ändern. Das heißt, er ändert den Dreiviertel- auf Viervierteltakt und hat dann eines der größten Hymnen und größten Gospels, die es überhaupt gibt, Oh Happy Day. And he rejoicing, yeah, every day, every day, oh happy day, oh happy day. Sehen, wer mich inspiriert hat, gemeinsam dieses Projekt ins Leben zu rufen. Und ich freue mich, Ihnen den Chorleiter Matthias Müller vorzustellen. Wobei Matthias Müller hat mich beeindruckt mit dem Gospel bei einem Konzert in Dolina in der Autobahnkirche. Und wir haben dort ganz spontan in der Sakristei beschlossen, wir machen gemeinsam ein Projekt. Das war vor einem Jahr. Und dieses Projekt ist heute mit diesem Konzert zu Ende gegangen. Und ich muss Ihnen sagen, es war die schönste Woche, die ich je hatte. Danke. Ich danke euch allen. Vielen Dank. Aber wenn der Wolfgang sagt, das Projekt ist zu Ende, ist das nicht ganz richtig. Nur die erste Hälfte ist vorbei, denn im April werden wir das Ganze wiederholen, aber dann jenseits der Alpen in Wiesbaden. With this little prayer, let me say thank you, my Lord, for all your love cheered me, and all the things you gave me for love. Therefore, let me say thank you. Say thank you, my Lord. Let me say thank you, my Lord.